Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten Kolonie. Ja, ich habe mir heute ein paar Sachen überlegt, die wir auf jeden Fall mal angehen möchten. Bevor wir damit loslegen, kurz nochmal wieder der Blick in Richtung Keramik. Das ist wahrscheinlich so am einfachsten. 12 Tonnen. Ja, da kriegen wir wahrscheinlich zumindest schon mal eine Leitung korrigiert. Dann sind wir schon mal wieder ein bisschen näher dran. Diese hier ist, ne, ist auch noch kein Keramik, aber ist immerhin isoliertes Rohr. Ja, auch schon mal was. Und ich bilde mir ein, dass wir hier auch schon Ergebnisse sehen von dem Ganzen. Dass es durchaus schon Früchte trägt. Ja, schön. So, dann, ja, wie gesagt, da schauen wir später nochmal wieder hin. Dann habe ich mir hier was angeschaut. Und zwar, ich lasse es einfach mal eine Zeit lang auf schnell warten. Und was mir, das habe ich vorhin mir schon mal angeguckt, aufgefallen ist, diese drei Pumpen pumpen im Grunde nie sauberen Sauerstoff ein, so gut wie nie. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Lufterfrischer hier unten, die haben auch kein Filtermaterial. Daran kann es natürlich auch liegen, dass die deswegen nicht arbeiten. Okay, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Dann mag es daran liegen. Ja. Wird sogar garantiert so sein. Sonst hätte ich nämlich diese hier wieder abgerissen. Weil das nur Arbeitsaufwand für unsere Duplikanten ist, die manuell zu versorgen. Aber gut, dann kann es natürlich auch daran liegen. Sprich, wir bräuchten dann noch wieder mehr Sand, weil das wird das Problem sein. Jetzt möchte ich gerade mal eben schauen. Wo kriegen wir denn am einfachsten noch Sand freigraben? Hier oben, da waren wir auch, glaube ich, schon mit angefangen, genau. Machen wir hier mal weiter. Das, oh, hier sind auch Fossilien, okay. Ja. Ganz neu für mich. Ich hoffe, dass die da nicht oben drauf hüpfen. Richtung graben. Da ist auch hier und da noch ein bisschen Sand. Als was da läuft dann. Hierher. Machen wir doch genau dafür hier mal einen Gitterziegel hin, dann kann hier unten was reinlaufen. Also das sollte dann die erste Aufgabe des Tages sein, dass wir mehr Sand noch bekommen. Hier oben ist auch eigentlich Sand hier. Hier ist das Gleiche auch. Hier können wir durchaus noch ein wenig Sand bei graben, und bei der Gelegenheit graben wir auch schon alles andere mit frei. Deswegen ein weiteres Problem, was nämlich auch aufgefallen war, war auch hier. Dieser Flüssigkeitsfilter hat auch keinen Sand mehr. Dann hängt das also damit zusammen. Wie viel Filtermaterial haben wir denn überhaupt noch? Da Sand. 155 Tonnen. Das ist noch ordentlich, aber das war auch schon mal entschieden mehr. So,
Lassen wir hier auch noch mal wieder wischen. Okay, ja, was ich mir sonst noch überlegt habe, Strom ist ja grundsätzlich ein Thema. Auch unser Erdgastank hier ist ja nur noch der eine zur Hälfte gefüllt mit 82 Kilogramm. Das ist auch nichts. Deswegen habe ich ein klein wenig ja gerechnet, wäre jetzt übertrieben. Aber ein Ölbrunnen oder anders gesagt, wir haben die Möglichkeit hier 1, 2, da ist der dritte, 3 Ölbrunnen zu bauen. Damit kriegen wir 10.000 Kilogramm pro Sekunde. Wenn wir uns eine Ölraffinerie angucken, eine, die nicht 10.000 Kilogramm, 10 Kilogramm pro Sekunde. Eine Ölraffinerie verbraucht 10 Kilogramm pro Sekunde, erzeugt damit ja 5 Kilogramm Petroleum. Das Erdgas vernachlässige ich mal und damit wiederum können wir dann 2,5 Petroleumgeneratoren versorgen, was dann wiederum bedeuten würde, dass wir 5 kW an Strom da maximal rausholen können aus den Sachen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel und wir können die noch übertakten, dann ist noch mal ein bisschen mehr. Aber auch das ist überschaubar. Deswegen eigentlich umso wichtiger, dass wir die möglichst bald anschließen, um das nicht zu verschenken, diesen Effekt. Das wird dann der nächste Schritt sein, nachdem wir uns um das Sandproblem gekümmert haben. So, da können wir jetzt auch hier weiter graben. Ja. Das könnten. Da geht's noch. So, Wasser, das abläuft, kann dann hier rein. Vielleicht machen wir es sogar. Ach so. Dass wir nicht das Problem haben, dass das hier gleich abschließt und da nichts mehr reinlaufen kann. Gefahr sehe ich nämlich durchaus ein klein wenig. Ja, dafür stellen wir nun diese Geschichte hier mal auf 6. Ja, also Sand müssen wir parallel freigraben. Wir haben dann natürlich auch noch später Regolith ohne Ende, das wir dafür gut verwenden können. Aber ich möchte erstmal die Sandvorräte dafür aufbrauchen. Ja. So, Öl. Auch dafür müssen wir ein bisschen graben. Diesen Vulkan hier würde ich am liebsten so lassen, wie er ist. Vulkane sind, glaube ich, genau 3 Felder hoch. Das heißt, den könnten wir so eingraben und brauchen uns um den erstmal nicht zu kümmern. Ist natürlich auf Dauer auch eine Stromquelle, brauchen wir nicht drüber reden. Einfach Dampf erzeugen. Aber jetzt in erster Linie haben wir mal andere Baustellen. Vor allen Dingen haben wir hier auch Vulkane wie diesen, der an Standorten ist, die wir noch etwas einfacher dann anschließen könnten als hier mitten im Rohöl. So, hier. Dann wird dann natürlich auch graben, wenn hier die Leiter ist, können wir das eigentlich so schon machen, ja. Okay. Läuft jetzt das Wasser auch ab hier rein. Okay, das. Oh, Faustino Mario. Was liegt denn hier rum? Granit. Ah, das ist auch Granit, okay. Kannst du dich ja so selbst befreien.
weil das ja hier Quatsch ist. Können wir auch weglassen. Wir reißen gleich einfach den Rest ab und dann können wir... Hier ist es nur drei Felder hoch, das von hier unten aus gleich freigraben. So, das geht alles von hier unten aus. Dann müssten wir hier nochmal ran. Ja, das ist... Und das geht... Okay... Wir kommen da gleich zum Graben zurück. Ja, Ölnachschub. Ich habe jetzt erstmal den einen hier ja schon angefangen, Aufträge zum Graben einzustellen. Da bleibt es natürlich nicht dabei, weil wir haben hier noch jemanden. Dafür... brauchen wir definitiv auch eine Leiter, um da hinzukommen. Ich wäre hier auch so eine Ziegelreihe ganz gut. So, hier könnten wir da noch eben freigraben, wobei das hier von alleine wahrscheinlich nicht mehr sehr lange halten wird. So. Den Rest hier lassen wir erstmal. Okay, hier kommen wir dann nach wie vor hoch. Wir kommen hier hoch und können dann dort auch ran. So, Wasser dafür fehlt uns natürlich hier nach wie vor, das Filtermaterial. Jetzt produziert er auch kein Rohöl mehr. Komplett weggebuddelt werden. Wir haben hier eine Leiter, das heißt, wir können auch hier ran. Das sind nur ein paar Gramm, aber... Ja, schön. Kann das hier alles so weg? Ein
Träumchen jetzt da weiter, genau. Ach shit, das war jetzt dumm. Ne, war's doch nicht. Ja, wir kriegen jetzt schon noch alles freigebuddelt hier. Ja, ich will aber jetzt nicht das ganze Video mit meiner Buddelaktion da beschäftigen. Es gibt wahrscheinlich Spannenderes, außer... Ja, es hat so ein bisschen was von... Malen nach Zahlen ist es jetzt auch nicht, aber ein bisschen mit System arbeiten. So, Nummer 1. Natürlich... Ich aus Blei, den habe ich doch, den habe ich auch aus Blei gemacht und der hält. Okay, dann dürfte das hier ja auch der Fall sein. Leiterkabel. Verlängert. Oh, hier ist auch noch eine ganze Menge. Sand, den wir recht einfach rankommen. Den möchte ich mir auch noch mal eben schnell schnappen. Gibt's so Felder noch irgendwo? Ne. Hier, da kann man auch ruhig die Flüssigkeit hier unten mit reinlaufen lassen. Das ist sowieso schon... Kraut und Rüben. Ne, ich brauche da nichts dazwischen bauen. Da kann man unten durchklettern. Für die wenigen Male, weil wir werden hier sowieso ja noch mehr freigraben. Das ist... Ja, Quatsch. So, hier. Kommt schon jemand? Hydwin. Hier gleich fertig ist, dann graben wir hier unten auch noch aus. Ah, wir kommen hier gar nicht weiter, so wir müssen da auch noch weiter eine Leiter hinbauen. So, okay, dann hatte ich mir überlegt, wir haben ja hier unsere Förderschiene mit Sand, dass wir die nochmal erweitern. Hierher. Hier einen automatischen Räumer mit dran. Warum haben wir schon?
Ja, dann haben wir nämlich hier automatisch immer auch eine Sandversorgung, damit hier Wasser für unsere Ölbrunnen kontinuierlich kommt. Da muss natürlich jetzt noch überall eine ganze Ecke wieder gebaut werden, aber deshalb versuche ich das jetzt auch mal schnell laufen zu lassen. Wir können wieder einmal Sweep bei Type benutzen, unseren Sand aufzuräumen. Hier haben wir sicherlich ein bisschen was freigegraben. Und wo wir ganz bestimmt was freigegraben haben, ist hier. Da gibt es auch mal direkt einen Aufräumtrag. So, wenn wir das hier so machen, haben wir da weiterhin Zweierstufen, dass wir damit arbeiten können. Aber erst das und dann geht es da weiter. Zwei, drei, vier Felder. Das heißt, das könnten wir auch alles von teilgraben. Das hier oben nicht. Da müssen wir dann auch noch mal wieder ran. Also es darf sich in diesem Video niemand beschweren, dass es zu wenig Aufträge gab. Oh, hier ist auch noch eine. Angenehme Menge Sand. Oh. Mensch, was die Nummer, das ist doch oben auch schon auf der Leiter festgesteckt. Ist da ein gewisses Talent für solche Sachen zu erkennen, oder? Wie verstehe ich das? So, jetzt läuft hier die Chose auch wieder. Sehr schön. Das Gebilde hier. Also diese Bremse können wir auch abreißen, weil hier steht ja kein Rohöl mehr. Wird da auch von alleine nicht wieder hinkommen. So, was hier noch fehlt, ist sauberes Wasser. Magmatit hat man in der Regel hier unten reichlich. Okay, wenn auch das alles fertig ist, irgendwann mal, dann können die arbeiten. Hier noch ein paar vernünftige Gitterziegel drunter gepackt. Dann fällt mir gerade was ein. Das ist das Problem jetzt gerade. Und zwar, ich nehme so ein paar Videos am Stück auf, weil ich nicht so ganz genau weiß, wie es die nächsten Tage hier bei mir zu Hause weitergeht. Denn ich habe ja schon das ein oder andere Mal erzählt, dass es immer mal wieder private Sachen gibt, die durchaus schwierig sind. Und ja, es geht da um eine gesundheitliche Geschichte. So viel können sich die meisten wahrscheinlich denken. Und das scheint sich gerade wieder etwas schwierig zu entwickeln. Und da ich mir das nicht anmerken lassen möchte, auch wenn das durchaus ja eine Stärke sein kann, auch mal Schwäche zu zeigen, deswegen rede ich auch gerade jetzt drüber. Ja, weiß ich nicht so ganz genau, wie es die nächsten Tage dann weitergeht. Ich nehme jetzt einfach zwei, drei Videos auf. Und dann schauen wir mal. Und warum mir das jetzt gerade wieder einfällt oder warum ich es jetzt gerade erzähle, jetzt wo ich mir auf meinen Plan draufschaue, sehe ich ja, es ist gerade der 1. Januar. Das heißt, ich hätte euch eigentlich mit einem frohen neuen Jahr
begrüßen sollen. Hab nur gerade eigentlich andere Sachen im Kopf. Deswegen entschuldigt bitte, dass ich das erst jetzt an dieser Stelle mache. Also ich wünsche euch allen ja ein frohes neues Jahr 2020. Ganz viel Gesundheit. Das ist das Wichtigste im Leben. Und ja, ich wünsche euch einfach alles Gute. Möchte nochmal Danke sagen für das vergangene Jahr, für die ganze Unterstützung, die ihr mir auf verschiedenen Wegen immer wieder zukommen lasst. Sei es Zuspruch, sei es in Form von finanzieller Unterstützung durch Subscriptions, durch Donations oder ja durch verschenkte Subscriptions und Bits und was mir noch alles so einfällt. Ich war total überrascht, dass ich vor kurzem ein Paket bekommen habe mit ja, ein paar Kleinigkeiten. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ich habe es nur bislang noch nicht erzählt. Und da ich ja auch, das wisst ihr, eher ein Kamerascheuer-Mensch bin, habe ich es auch nicht irgendwie in einem Video oder sowas aufgemacht oder in einem Livestream, sondern so für mich. Also ich habe mich sehr drüber gefreut. Und ja, ne, also einfach nochmal Dankeschön für all das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Oder sei es auch, dass ihr einfach nur meine Videos schaut oder mir Kommentare fleißig schreibt oder Likes da lasst oder mich weiterempfehlt oder mir eben auch mal auf die Füße tretet und sagt, das ist Mist, was du machst oder egal was es ist. Dankeschön für alles und ja, damit würde ich dann das heutige Video beenden. ja, und würde mich sehr freuen, wenn ihr zu Transport Fever oder eben auch zum nächsten Oni-Video wieder einschaltet. Also macht's gut, bis bald, euer Krillo.